Das Malheur ist, wenn wir Fehler vermeiden wollen, dann tun wir insgesamt zu wenig. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Wir haben alle schon gehört, Fehler sind gut. Fehler sind unsere wichtigsten Lehrer. Aber durch unsere Erziehung, durch die Schule, hat fast jeder von uns Angst vor Fehlern. Und für die meisten sind Fehler einfach etwas Schlechtes. Und ich behaupte, Fehler sind unsere besten Lehrer. Von nichts können wir so gut lernen wie von Fehlern. Das Malheur ist, wenn wir Fehler vermeiden wollen, dann tun wir insgesamt zu wenig. Wir halten uns dann ständig zurück aus Angst, Fehler zu machen. Wir werden unsicher. Das ist dann so, als wenn wir Schutzmauern errichten würden, rund um uns herum, damit wir uns gegen irgendwelche Feinde verteidigen können, die uns angreifen würden, wenn wir Fehler machen würden. Dann kommen aber auch die Freunde nicht in unsere Burg. Denn die Mauern halten ja alles zurück. Und noch etwas geschieht. Wir verlassen diese Burg gar nicht mehr. Das heißt, wir lernen auch nichts Neues mehr kennen. Wir erhalten auch keine neuen Chancen und Möglichkeiten. Deswegen gilt, wer Angst hat, Fehler zu machen, der lebt ein echt kleines Leben. Watson, der Gründer von IBM, hat es mal auf den Punkt gebracht. Da hat einer seiner Mitarbeiter einen Fehler gemacht, der IBM 10 Millionen Dollar kostete. Das ist lange her und nach heutigem Geld wären es vielleicht 100 Millionen. Überleg dir das mal. Sagen wir mal, dir gehört eine Firma und ein Mitarbeiter macht einen Fehler, der dich 100 Millionen Euro kostet. Was für ein Schaden! Und dann macht einer deiner Mitarbeiter so einen Fehler und du hast jetzt einen Schaden von 100 Millionen. Was würdest du machen? Du bist jetzt der Boss, du bist der Unternehmer. Watson hat sehr souverän reagiert. Hat den Mann zu sich kommen lassen. Und der stand dann zitternd vor ihm. Und ganz bleich. Und da war sich ganz sicher, dass er jetzt den Einlauf seines Lebens kriegen würde und dann entlassen würde. Hey, 100 Millionen Schaden. Aber Watson sagte zu ihm, was denken Sie, was ich jetzt tun sollte? Und da sagte der Mann schuldbewusst, naja, natürlich mich entlassen. Worauf Watson sagte, hey, Sie entlassen? Unmöglich. Nicht nachdem ich gerade 10 Millionen Dollar in Sie investiert habe. Weißt du, die Geschichte ist voll von Ereignissen, in denen ausgezeichnete Führungskräfte sehr souverän und ermutigend auf ihre Mitarbeiter eingewirkt haben. Und zwar auch auf Leute, die gerade große Fehler gemacht haben. Ich erinnere mich an einen General, dessen Namen ich jetzt gerade nicht erinnere, aber dieser General sollte in ein gewartetes Flugzeug steigen. Aber der Soldat, der das Flugzeug warten sollte, der hat einen Fehler gemacht. Der hat nämlich vergessen, Öl nachzufüllen. Und als der General dann in der Luft war, da merkte er es. Und das war echt brutal. Der wäre fast abgestürzt. Unter äußersten Schwierigkeiten konnte er gerade noch seinen Flieger landen. Und dann lässt er als erstes den Soldat zu sich bringen, sagt ihm, was passiert ist. Da fängt der Soldat an zu zittern. Kann ich verstehen. Er hat fast seinen General umgebracht. Da sagt der General etwas Überraschendes. Soldat, ich möchte, dass Sie von jetzt ab jedes Flugzeug persönlich warten, in das ich steige. Denn ich weiß, dass Sie es von jetzt ab sehr gründlich machen werden. Dieser Fehler war Ihr bester Lehrer. Eins ist klar. Wenn du nicht souverän mit den Fehlern deiner Mitarbeiter umgehen kannst, dann wärst du als Führungskraft bald sehr einsam. Denn wir machen alle Fehler. Also nimm dir vor, wenn du Mitarbeiter hast, erlaube ihnen, Fehler zu machen. Ermutige sie sogar, Fehler zu machen. Noch einmal Watson, der Gründer von IBM, wurde gefragt, was man tun muss, um in seiner Firma aufzusteigen. Und er sagte, verdopple deine Fehlerquote. Und ich glaube, das gilt für jeden von uns. Wenn wir im Leben aufsteigen wollen, müssen wir unsere Fehlerquote verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen. Eine wichtige Einschränkung. Es handelt sich hier natürlich nicht immer um denselben Fehler, den wir immer wieder machen. Es ist ja kein Freifahrtschein für Blödsinn. Es sollten schon neue Fehler sein. Das Problem ist, dass wir in der Schule darauf getrimmt wurden, dass Fehler etwas Schlechtes sind. In vielen Klassenarbeiten wurden sogar die Fehler gezählt, um dann die Note zu bestimmen. Je weniger Fehler, umso besser. Ja, das hat uns natürlich geprägt. Aber vergessen wir nicht, unsere Schule wurde aus einem einzigen Grund geschaffen, um durchschnittliche preußische Untertanen zu erschaffen. Menschen, die stramm stehen, die nicht aufmucken, die irgendwie funktionieren, die marschieren. Die sollten möglichst wenig Fehler machen.
Und Sie sollten aus Angst vor Fehlern niemals aus Ihrer Box herauskommen. Wenn wir heute die Schule neu erfinden würden, dann würden wir so ziemlich alles anders machen. Wir würden nämlich herausfinden wollen, wir würden überlegen, was sind denn eigentlich die Talente und Fähigkeiten unserer Kinder? Und dann würden wir denen helfen, individuell diese Talente und Fähigkeiten zu fördern. Wir würden uns fragen, was sind denn die Umstände unter denen, die gerne lernen? Wer nämlich gerne lernt, lernt viel. Und dann macht Lernen Spaß. Dann können wir kreativer sein. Wir würden sie ermutigen, Fehler zu machen. Wir würden sie ermutigen, im Team zusammenzuarbeiten. Hey, abschreiben wäre eine Pflicht. Jeder wäre ein Idiot, der sich nicht auch des Wissens des anderen bedient. Bei mir war das noch anders. Ich war ja Legastheniker in der Schule und ich durfte nicht abschreiben. Und ich habe es dann trotzdem gemacht. Wenn ich erwischt wurde, habe ich riesig Probleme bekommen. Ich musste dann kreativer anfangen abzuschreiben. Dabei hat alles in mir den ganz natürlichen Drang gehabt, hey, Schule sollte Teamwork sein. Wenn einer besser rechtschreiben kann als ich, dann sollte ich von dem lernen und abschreiben dürfen. Auch in der Klassenarbeit, natürlich. Und wenn ich besser mit Worten umgehen kann, sollte der bei mir abschreiben können, was ich nämlich konnte. Und zusammen wären wir ein super Team. Und so werden wir getrimmt, Egoisten zu sein. So werden wir getrimmt, nur das auf das zu gucken, was wir selber können. Und wir werden getrimmt, keine Fehler zu machen. Du merkst, das regt mich auf. Ich wäre fast an der Schule gescheitert. Weil Lehrer gesagt haben, du bist doof und du bist auch noch unehrlich, weil du abschreiben willst. Oh, mies. Es ist so wie im wirklichen Leben. Wenn du eine wirklich gute Idee hast, da wirst du sie kaum alleine umsetzen können. Du musst mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Hey, und die werden Fehler machen und du wirst Fehler machen. Und damit sind wir wieder bei unserem Thema. Was passiert, wenn wir Fehler machen? Wir erlauben uns zu lernen. Wir zeigen uns Wissenslücken auf. Wir sagen dann, hey, klar, hier muss ich noch was lernen. Das zeigt uns Kompetenzlücken auf. Das zeigt uns, hey, hier muss ich noch besser werden. Die sagen uns, hier musst du noch was lernen, hier musst du noch was üben. Und Fehler testen auch unsere Motivation. Sie zeigen dir nämlich deutlich, wie motiviert du bist. Denn in dem Moment, in dem was nicht so ganz leicht für dich ist, ja, jetzt musst du einen extra Aufwand betreiben. Bist du dazu bereit? Wir können uns selber ein super Feedback geben auf diese Weise. Dann zeigen uns Fehler, wo wir unsere Anstrengungen verstärken und intensivieren müssen. Wenn eine ganze Menge super gut für dich läuft, du aber in einigen Punkten richtig hakst, dann weißt du, hey, das sind die Punkte, die jetzt richtig wichtig sind für mich. Denn wenn ich eine Aufgabe lösen will, ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann muss ich mich genau damit beschäftigen, wo es jetzt hakt. Fehler tragen also zu unserer Persönlichkeitsentwicklung bei. Denn bei Fehlern können wir uns fragen, liegt das vielleicht an meiner inneren Haltung? Ist da was im Argen? Warum sind mir denn diese Fehler passiert? Also diese Fragen, die sollen uns jetzt keine Schuldgefühle vermitteln. Sie sollen uns auffordern, du musst deine Komfortzone jetzt mehr verlassen. Und dann sind Fehler unsere beste Möglichkeit, unseren Kontrollbereich zu erweitern. Denn wenn wir Fehler in Zukunft vermeiden müssen, ja, dann müssen wir ja lernen, stärker und besser zu werden. Wir müssen mehr trainieren. Und all das schaffen wir nur außerhalb unseres Kontrollbereichs, außerhalb unserer Komfortzone. Wenn wir diese Komfortzone verlassen und anfangen, uns außerhalb der Komfortzone wohlzufühlen, dann haben wir unseren Kontrollbereich erweitert. Den Komfortbereich erweitert, den Bereich, in dem wir uns wohlfühlen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, unsere Fehler zu vertuschen, zu verheimlichen. Das machen die meisten Menschen. Frag mal jemand, wer hat das gemacht? Im Gegenteil, wir sollten unsere Fehler deutlich erwähnen. Es bringt auch nichts, andere in Schutz zu nehmen. Sagen wir ruhig, ich habe einen Fehler gemacht, ganz offen, ich habe daraus gelernt. Damit ermutigen wir dann auch andere, offen mit ihren Fehlern umzugehen. Dann kannst du sagen, hey, du hast da einen Fehler gemacht, du solltest das auch offen sagen. Aber nicht nur das, jetzt kommt was ganz Überraschendes. Es ist auch eine der besten Marketingmethoden. Hey, Marketingmethoden, fragst du mich? Ein Fehler zugeben ist eine Marketingmethode, Bodo? Ja, absolut. Die Amerikaner sagen, make your mess your message. Mach aus deinen Fehlern, deinen Niederlagen eine Botschaft.
Mach deine Fehler zu einer Botschaft. Wenn du etwas vermarkten willst, wenn du etwas verkaufen willst, dann musst du ja zuerst eine Beziehung zwischen dir und dem möglichen Käufer schaffen. Und die meisten Menschen denken, die Beziehung resultiert aus den Triumphen, dass du sagst, hey, mir ist da richtig was gelungen. Und dann fühlen sich Menschen mit dir verbunden, weil sie sagen, den Triumph will ich auch. Ist aber falsch. Verbunden fühlen sich Menschen mit dir, weil du eben auch menschlich bist, weil du auch Fehler machst. Und deswegen ist es das Klügste, was du überhaupt machen kannst, dass du deine Fehler offen zugibst. Natürlich musst du dann aber auch zeigen können, dass du anschließend etwas gelernt hast, dass du dann ein Produkt entwickelt hast und dass du einen Sieg errungen hast und dass du anderen helfen kannst, mit diesem Produkt einen Sieg zu erringen. Aber zuerst mal gilt, make your mess your message. Erlaube dir Fehler. Wage etwas. Geh raus aus deinem sicheren Bereich, den du kontrollieren kannst. Geh raus aus deinem Komfortbereich, aus deinem Kontrollbereich. Und wenn du dann einen Fehler machst, sieh das als deinen besten Lehrer an. Ich frage dich, wie viele Fehler hast du in der letzten Woche gemacht? Frage dich das selber. Und wenn es zu wenige waren, dann fordere ich dich auf, dann riskiere mehr. Wenn du zu wenig Fehler gemacht hast, dann lebst du mit zu wenig Risiko. Dann lebst du mit zu wenig richtig vibrierendem Leben. Geh raus und mache Fehler. Geh raus und hol dir das, was die Welt für dich bereit hat. Und wenn du das tun willst, wirst du Fehler machen. Und diese Fehler sind dein Lehrer und sie machen den Besten aus dir, der du wirklich sein kannst und der du in Wahrheit bist. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.